Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video stelle ich dir die Dream Recall Frequency vor und zeige dir, wie du damit deine Traumerinnerung massiv steigerst. Jeder von uns träumt. Die Frage ist, wer erinnert sich an seine Träume? Und in diesem Video stelle ich dir eine Lösung vor, wie man sich mit minimalstem Aufwand sehr leicht an seine Träume erinnern kann. Wenn wir geboren werden, hat man bei Kindern gesehen, dann ist der Gehirnbereich, die Gehirnwellen sind im unteren Delta-Level. Wenn die Kinder älter werden, werden dann die Gehirnareale, die kommen dann in den Theta-Bereich hinein. Werden wir noch älter, wird unser Gehirn im Alpha-Bereich aktiv sein und kommen wir dann so in die Arbeit und haben so ein bisschen Stress und so weiter oder normalen Alltag, sind wir in den Beta-Wellen. Ja? Also der typische Standardbewusstseinszustand der Menschen ist im Beta-Wellenbereich. Wenn wir noch Stress haben und Panik bekommen, dann geht es in den Gehirnwellenbereich Gamma und das ist so dass der normale EEG-Spektrum-Bereich. Jedoch ist es so, wenn wir jetzt dann einschlafen, dann gehen wir von Beta runter in Alpha. Das ist so das Entspannte und diese meditative Zone. Und wenn wir dann einschlafen, sind wir in der Regel im Theta-Bereich. Ja? Das bedeutet, die Brücke zwischen Schlafzustand und Wachzustand ist der Alpha-Bereich. Ja? Und man sagt, wenn man diese Alpha-Gehirnwellen trainiert, dann kann man das, was unten passiert, also sprich, was wir in der Nacht im Schlaf erleben, wird dann übertragen durch die Alpha-Brücke in den Beta-Zustand. Das bedeutet, die Erinnerung an die nächtliche Aktivität ist massiv gestiegen. Ja? Und in diesem Video stelle ich dir die Dream Recall Frequency vor. Es sind zwei Frequenzen, die jeweils zusammenarbeiten und dich dabei unterstützen, deine Traumerinnerung massiv zu steigern. Ja? Es gibt eine Induktion und eine Condition. Die Induktion, die Frequenz, die hörst du am besten vorm Einschlafen mit Kopfhörern. Das Ganze ist im Green Key Nature Center aufgenommen in USA, genau gesagt in Florida, in einem Sumpfland. Ja. Das heißt, du hörst viele Tiere und den ganzen Sumpf sozusagen in 8D. Also wenn du mit Kopfhörern das Ganze hörst, dann hörst du wirklich an der Stelle Tiere, die sich bewegen und so weiter. Also ein sehr, sehr schönes Ambiente, finde ich. Ja. Zusätzlich führt dieses Ambiente dazu, dass es dich in eine sehr, sehr schnelle Trance hineinführt, weil die Frequenz läuft ja von oberen Alpha bis zum unteren Alpha, also auf genau von 13 auf 7 Hertz hinunter. Und du wirst merken, wie diese Frequenz dich sehr, sehr schnell in den Schlaf hineinzieht und dich in eine Trance hineinführt. Auch wenn du normal meditierst, wirst du sehr schnell merken, wie dein Bewusstsein wirklich in diesen meditativen Zustand hineinkommt. Also du kannst das auch als Meditationsanfänger nutzen, um einfach zu trainieren, in die Meditation hineinzukommen. Da wird dir diese Frequenz sehr, sehr stark dabei helfen. Also nicht nur deinen Traum herumzusteigen, sondern an sich in einen meditativen Zustand leichter hineinzukommen. Ja. In Green Key Nature Center, ich blende dir mal hier ein paar Bilder rein. Da siehst du, was für eine Ambiente das Ganze ist. Also eine sehr, sehr schöne Umgebung. Und das wirst du dann sozusagen dann in 8D mit Kopfhörern hören. Ja. Springen wir mal ganz kurz rüber in die Frequenz hinein. Und zwar, du siehst hier, es gibt sieben verschiedene Phasen, die hier durchlaufen, die du durchläufst. Und du wirst bei jedem dieser sieben Phasen ein Om-Geräusch hören. Ja? Dieses Om-Geräusch hilft dir dabei, weil wir machen nicht nur die Traumerinnerung, sondern mit Klangschalen wird auch gearbeitet und diese Klangschalen sind auf der jeweiligen Position der Chakren auch in 8D aufgenommen. Es gibt also ein Mikrofon, was in 360 Grad aufnimmt, das habe ich im anderen Studio und da habe ich Klangschalen auf der jeweiligen Position hingestellt und diese Klangschalen sind an der richtigen Position, wo sich dein Chakra befindet mit der jeweiligen Chakra-Frequenz da und schlagen dann in dem Fall sozusagen viermal an. Und wenn du meditierst zuerst mit dem,
Ich werde dir ein eigenes Video machen mit einer Anleitung, wie du das am besten nutzen sollst. Schau das auf jeden Fall an und da gehe ich dann ganz detailliert darauf ein, wie wir diese Chakren dann aktivieren, während wir diese, also oder du diese Meditation dann hörst, ja. Auf jeden Fall, du hörst 7-mal dieses Om und da kannst du dich dann darauf fokussieren, auf die jeweiligen Chakren und aktivierst noch gleichzeitig deine Chakren, reinigst sie und erdest sie, ja. Auf jeden Fall, hier ist das Ambiente, ja, also das, hier ist das Ambiente, hier ist noch im Hintergrund eine Epsilon-Ramp, das bedeutet, im Hintergrund läuft nochmal mit der Induktion eine Epsilon-Frequenz mit 0,5 Hertz bis 0,1 Hertz, das bedeutet, so mystische Sachen kannst du auch damit sehr einfach erleben, ja, also du hast eine klarere, also eventuell luzide Träume und so weiter, diese Sachen sind da alle ein bisschen noch nicht vollständig aktiviert, aber es wird schon in diese Richtung hingearbeitet und der Gehirn wird daraufhin trainiert, ja. Und hier ist dann Audiostrobe drin und dann eine Ambiente-Musik und dann hier in 8D die gelbe Spur, die Wetlands, also der Sumpfland, ja. Diese Frequenz ist aus meiner Sicht eines der besten Frequenzen, um auf der einen Seite die Traumerinnerung zu steigern und auf der anderen Seite, wie ich schon erwähnt habe, die Meditation an sich, also für Meditationsanfänger oder für diejenigen, die sagen, ich habe jetzt länger nicht meditiert und ich tue mir jetzt schwer, wieder in die Meditation hineinzukommen, die werden mit dieser Frequenz eine massive Unterstützung bekommen, damit man in die Tiefe hineinkommt. Ja. Dann gibt es noch neben der Induktion eine Condition. Condition bedeutet, das ist eine Kondition. Die Induktion hörst du mit Kopfhörern. Die Condition hörst du mit Lautsprechern. Das heißt, die kannst du unmittelbar danach hören. Die dauert eine Stunde. Die normale Induktion dauert 40 Minuten. Und die Condition, wenn du die 40 Minuten fertig hast mit Kopfhörern und ich empfehle dir unmittelbar, dich danach ins Bett zu legen und dann einzuschlafen. Und wenn du möchtest, kannst du, nochmal eine Verstärkung zu machen, also die Condition hineintun und die musst du nicht zwingend mit Kopfhörern hören. Und die dauert eine Stunde lang und die trainiert dein Gehirn von 13 Hertz auf 4 Hertz hinunter und verstärkt nochmal diese ganzen Gehirnareale. Und das ist so ein Klopfen eben von oberen Bereich bis zum unteren Bereich, inklusive dem Ambiente vom Sumpfland. Auch ein sehr, sehr angenehmes Ambiente zu hören. Und das ist aber ein Nachtambiente dort, das heißt, du wirst dort Grillen hören, also sehr angenehme Grillen. Und wirst dann damit auch einschlafen können. Ich empfehle dir auf jeden Fall, die Condition nicht als Loop laufen zu lassen, sondern nur einmal durchlaufen zu lassen und dann sollte das Ganze aufhören und dann schläfst du sozusagen ein. Das heißt, du hörst auf der einen Seite die 40 Minuten mit Kopfhörern, trainierst dein Gehirn von oberen Alpha bis unteren Alpha und dann mit Lautsprechern einfach die eine Stunde durchlaufen lassen und dann schläfst du ein. Und wenn du das ein paar Tage hintereinander machst oder zwei Wochen, dann wirst du merken, wie sich jeden Tag deine Traumerinnerung massiv damit steigert. Gut, das ist sozusagen das MDR-Update. Es ist auch zugleich auch noch ein neues Cover erschienen. Das sieht so aus. Das ist sozusagen dann das MDR-Update von der Dream Recall. Ich habe das Ganze gemacht, weil ich neulich auf dem Meditation Guru in meinem YouTube-Kanal die Alaska Frequency hochgeladen habe und so viele Leute haben gesagt, sie würden gern diese Traumerinnerung, weil das eine so angenehme Frequenz war, öfter nutzen und auch in höherem Bit und so weiter. Dann habe ich die im Vergleich zu Alaska, habe ich als Grundlage genommen und habe die dann komplett umgebaut und komplett anders gestaltet und habe dann daraus die Dream Recall gemacht bzw. im Shop abgedatet. Ja. Gut, ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Frequenz, viel Freude und eine sehr, sehr starke nächtliche Aktivität und bis bald. Ciao.